Manche historischen Ereignisse erscheinen so abwegig, dass sie sogar Erstaunen hervorrufen, wenn man von ihnen erzählt. Dies ist der Fall bei der Tanzepidemie, die im Mittelalter auftrat. Es wird geschätzt, dass mehr als 400 Menschen wochenlang unkontrolliert tanzten und dabei etwa 100 Menschen starben. Alles begann im Jahr 1518, als eine Frau namens Trophäa aus der Stadt Straßburg, dem heutigen Frankreich, ihr Haus verließ und in eine nahegelegene enge Gasse ging. Zunächst erregte sie nicht die Aufmerksamkeit ihrer Nachbarn, doch das änderte sich schnell. Frau Trophäa begann einfach allein auf der Straße zu tanzen, ganz ohne Musik. Das seltsame Verhalten veranlasste die Leute, ihre Geschäfte zu unterbrechen, um diesen intensiven Tanz zu beobachten. Viele spotteten über die einsame Tänzerin, um sich zu amüsieren. Doch die Tage vergingen und Frau Trophäa tanzte weiter, ohne eine Pause zum Essen oder Schlafen einzulegen. Nach mehr als einer Woche unter diesen Bedingungen war die Frau erschöpft, ihre Füße schmerzten und ihre Augen schrien nach Hilfe. Entgegen jeglicher Vernunft begannen andere Menschen um Frau Trophäa herum zu tanzen. Die wachsende Zahl der Bürger erreichte bald 400 unkontrollierte Tänzer. Zu allem Überfluss begannen einige Musiker, Instrumente zu spielen, um von den Tänzern Geld zu bekommen. In einem Gedicht aus einer Chronik der damaligen Zeit heißt es: Frauen und Männer tanzten und sprangen auf dem öffentlichen Markt, in den Gassen und Straßen, Tag und Nacht, bis die Krankheit endlich vorüber war. Nach mehreren Wochen ununterbrochenen Tanzens erreichten einige Menschen ihre Belastungsgrenze und fielen auf der Straße tot um, wo sie sich befanden. Andere jedoch tanzten weiter um die auf dem Boden liegenden Leichen herum, was ein wahrhaft albtraumhaftes Bild ergab. Man schätzt, dass etwa 100 Menschen beim Tanzen bis zur völligen Erschöpfung ihr Leben verloren. Die örtlichen Behörden versuchten einige tanzende Bürger zu verhaften, indem sie sie in Kirchen oder Gefängniszellen brachten oder versuchten, ihre Körper mit Seilen und zusammengerollten Tüchern zu fixieren. Die Straßburger Tanzepidemie wurde nach und nach eingedämmt und schließlich beendet. In anderen Städten des mittelalterlichen Europas wurden jedoch weitere Fälle dieser Epidemie in kleinerem Maßstab verzeichnet. Bis heute gibt es keine konkrete Erklärung dafür. Zu den damaligen Theorien gehörten dämonische Besessenheit und überhitztes Blut, das Fieber und Halluzination verursachte. Ein Zustand, der heute Hyperthermie genannt wird. Heutige Theorien gehen von einer Massenhysterie aus, bei der die Menschen einfach ihren Instinkten nachgaben. Etwas, das sich heutzutage hoffentlich nicht wiederholt.